Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Behind-the-Scenes-Video von mir, von Luisa vom Kanal Die Frau mit dem gelben Pulli. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr Bock hattet, zu sehen, wie es bei mir hinter den Kulissen so läuft, wenn ich ein Video mache. Das Ganze ist dafür da, um euch Danke zu sagen für schon über 5000 Abonnenten auf meinem Kanal. Ich freue mich jedes Mal über jeden einzelnen neuen Abonnenten. Hi auch an alle, die noch nicht so lange dabei sind und auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die schon seit der ersten Minute meine Videos immer regelmäßig schauen. Und ja, damit ich eure Fragen beantworten kann, gibt es heute eben genau dieses Video. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt zu meinem Kanal, zum YouTuber sein, zum Videos machen, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Ich lese alles und ich beantworte gerne auch alles. Ja, wie geht das Ganze eigentlich los, wenn ich so ein Video produziere? Die meisten fragen mich dann ja, gehen dir nicht irgendwann die Ideen aus? Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, das geht vielen YouTubern so, es ist ganz im Gegenteil. Man hat 1000 Themen, über die man gerne sprechen will. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so ein paar Themen auslagere und vielleicht einen Podcast mache, um über ein paar Themen einfach tiefgründiger zu sprechen, ein paar Gedanken loszuwerden. Könnt ihr auch mal eure Meinung dazu hinschreiben? Habe ich überhaupt eine gute Podcast-Stimme oder nicht? Ich weiß es nicht. Schreibt mir mal. Und ja, von daher, Themen habe ich wirklich genug, bloß Zeit zum Drehen und zum Schneiden ist immer nicht genug da. Also ihr könnt euch vorstellen, es fängt alles mit der Recherche an, wenn man so eine Themenidee hat. Gerade ich versuche ja die Videos relativ hochwertig zu machen und zu schauen, dass ich viele Infos für euch auch zusammenpacke und ja, review und dann wirklich euch viel Input geben kann, der euch weiterbringt mit eurem Kleiderschrank und eurer Ordnung und allen Themen, die wir eben auf dem Kanal so haben. Von daher geht immer so eine halbe bis eine Stunde, glaube ich, Recherche schon in jedes Video rein und überlege mir, welcher Fokus ist euch wichtig, was könnte euch besonders interessieren an dem Video, wie lang sollte das Video sein und so weiter. Genau, und dann mache ich immer zuerst meine Thumbnail-Fotos. Also ihr habt ja immer so ein kleines Vorschaubild von dem Video sozusagen. Und ja, dafür mache ich Fotos und mache dann Grimassen. Und manchmal mache ich auch 100 Fotos, bevor eins dabei ist, wo ich dann denke, ja, okay, das könnte wirklich gut draufpassen. Und dann fange ich an zu reden. Und es ist nicht so, dass ich von vorne bis hinten durchrede und dann so lang, wie das Video ist, sagen wir 8 Minuten, als ich in 8 Minuten auch fertig bin. Also man muss schon rechnen mit fertig machen, Technik hinstellen und dann Thumbnails machen und reden, bin ich pro Video schon 1 Stunde, 1,5 Stunden wahrscheinlich beschäftigt. Einfach weil ich vieles auch mehrfach nochmal rede, um dann die beste Version ins Video reinzuschneiden. Und wenn natürlich schlechtes Licht ist, habe ich als Equipment noch so ein bisschen Softboxen als Beleuchtung. Das alles, was ich so an Technik habe und Programmen, das würde ich euch einfach mal unten in die Videobeschreibung packen, wen das interessiert. Und wenn ich Zeit habe, dann fange ich an zu schneiden und das dauert wirklich immer am längsten. Die vielen Infos und gerade bei den ganzen Modevideos, ich blende euch immer sehr viele Bilder ein. Ja, das dauert alles Zeit, das ist alles händisch da reingemacht. Manchmal brauche ich 3 Stunden oder so zum Schneiden. Und dann ist ja die Arbeit auch noch nicht zu Ende, sondern wenn das Ganze geschnitten ist, muss natürlich noch eine tolle Musik drunter, zumindest fürs Intro und hinten und so weiter. Dann wird das Ganze gerendert, also das Video wird dann produziert und dann lade ich es auf YouTube hoch. Aber in der Zeit muss man natürlich einen Titel für das Video finden, man muss es zu seinen Playlists zusortieren. Ich schreibe eine Videobeschreibung, ich lege Keywords an, damit ihr mein Video auch findet. Wenn ihr nach dem Thema sucht, was das Video eben hat, dann ja, mache ich Instagram, Facebook, Twitter Posts, eine Instagram Story. Auf Pinterest poste ich ja auch immer mal mein neues Video. Von daher das viel, viel Arbeit, viele Texte, viele Links, die Bilder nochmal zu bearbeiten für die Thumbnails machen. Also da gehen einige Stunden ins Land, kann ich euch sagen. Also man kann vielleicht sagen, dass für so ein 10-Minuten-Video bestimmt ja vielleicht 10 Stunden Arbeit auch fast schon drin stecken. Und das ist auch der Grund, warum ich es nicht schaffe, mehr jede Woche ein Video hochzuladen, weil es ist sehr, sehr stressig. Ich bin teilweise dann, wo ich das noch geschafft habe, von Arbeit gekommen, habe ich mich einfach wieder vor den PC gesetzt und ja, Videos geschnitten, dann bin ich ins Bett gegangen, nächsten Tag wieder auf Arbeit, nach der Arbeit Videos geschnitten, ins Bett gegangen. Irgendwann schlaucht einen das und ja, ich möchte es gerne können, aber ich schaffe es einfach nicht. Und ich glaube, ihr verzeiht mir das. Ich möchte einfach, dass die Videos wirklich
gut sind und euch weiterbringen. Und deswegen nehme ich mir auch Zeit dafür. Ja, und ich hoffe, dass ihr mir trotzdem treu bleibt, dass ihr weiterhin fleißig abonniert. Ich freue mich, wie gesagt, riesig darüber. Und wenn ihr mir folgt, gerade auch auf Instagram, seht ihr auch immer mal, was bei mir so los ist. Könnt mit mir schreiben, könnt mir Fragen stellen, auch zu den Videos. Ich lese auch wirklich alle Kommentare, die mir auf YouTube schreibt, auch wenn ich mal kein Video veröffentliche gerade. Und ja, von daher, wenn ihr noch Fragen habt zu dieser ganzen Thematik, wenn ich was vergessen habe zu erwähnen, was ich so an Technik verwende, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Fragt mich alle Fragen, die ihr so habt. Manchmal mache ich auch eine Premiere. Das kommt bei einigen gut und bei anderen nicht so gut an. Aber während so einer Premiere können wir zum Beispiel zusammen live chatten über das Video und wie es euch so geht. Wenn ihr also Bock darauf habt, dass ich mal wieder eine Premiere mache, wäre es toll, wenn ihr abstimmt dafür oder eben dagegen, wenn ihr das eine total doofe Idee findet. Ansonsten sind mir auch eure Videowünsche immer sehr willkommen. Schreibt mir gerne, was euch interessiert, worüber ihr gerne mal mehr wissen wolltet, was ich euch gerne mal erzählen, erklären, aufbereiten soll. Da freue ich mich immer riesig drüber. Ansonsten sehen wir uns einfach hoffentlich in den nächsten Videos wieder. Ich würde mich wahnsinnig freuen über einen Daumen hoch, wenn euch dieses Behind-the-Scenes-Video gefallen hat. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss, eure Luisa.